ist Wiebke Hahn. Ich bin Kuratorin der Ausstellung Fetische des Blicks, Mode und Verführung für die Stiftung Alas Pro Arte. Die Ausstellung zeigt rund 60 Werke, davon die meisten aus der Alas Collection, hinzugefügt um einige ausgewählte Leihgaben. Im Fokus steht der Fetischismus als ein Phänomen der Gegenwart im Sinne der Identitätsstiftung und auch im Prinzip als ein neuer Anker in der Welt, als ein neues Beziehungsverhältnis zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben. Ich stehe hier vor einer Arbeit von Hermann Nitsch, die eigentlich so den ersten Raum widerspiegelt, in der es nämlich um die Repräsentation des Körpers durch Kleidung geht, beziehungsweise Kleidung als Metapher und Erzählung. Also wie erzählen Dinge und wie erzählt Kleidung eine Geschichte? Hermann Nitsch eben in diesem Schüttbild, während er das Bild produziert hat, sein Malhemd getragen, das er dann im Anschluss zentralperspektivisch eigentlich auf die Arbeit platziert hat und so bis heute eigentlich Präsenz hier im Raum ist, aber sich auch wie in einem Reliquienbild ja eigentlich als Kultfigur emporgehoben hat. Wir gehen dann in den nächsten Raum, wo wir unter anderem eine großformatige Malerei vom Künstlerduo Roma, Römer und Römer sehen. Vor allem im pointillistischen Stil, also es verschwimmt eigentlich. Von weiter weg könnte man vielleicht schon denken, es handelt sich um eine Fotografie. Und tatsächlich war die Vorlage eben auch eine Fotografie. Also das Künstlerpaar ist sehr viel auf Reisen und in dem Falle waren sie eben in China unterwegs, auf einem der zahlreichen Shopping Malls. Und dabei ist dieses Bild entstanden und zeigt die zwei jungen Frauen, die gerade eigentlich so vollkommen vertieft in ihren Shoppingtrip sind, uns eigentlich entgegenlaufen. Wir befinden uns eigentlich auch auf dieser Straße, aber unsere Blicke begegnen sich nicht, weil wir so abgelenkt sind von der Vielfalt der Waren. Denn um ja eigentlich den Konsumfetisch geht es hier in diesem ersten Raum. Die Arbeit von Daniel Spörri zeigt ein ziemlich kurioses Miteinander an unterschiedlichen Dingen und Gegenständen. Und eigentlich führt er so ein bisschen unsere Alltagsästhetik aufs Korn, vor allem eben in so eigentlich plüschigen, etwas kitschigen Wohnzimmern. Er war wirklich fasziniert mit den Teppichen, die sich manche Menschen an die Wand hängen und hat die eigentlich diese Geschichte ergänzt, die dort erzählt wird mit den Kängurus am See. Man sieht hier eigentlich so ziemlich kurios eben diesen Elefantenrüssel aus der Ledertasche steigen, der beleuchtet ist und eigentlich so eine Art Sonnenuntergang-Kitsch auf diesem Teppich produziert. Hier ist noch ein Rentier, andere kuriose Taschen und in seinem Fokus seiner Arbeit stand eben vor allem die Dingwelt und er war fasziniert damit, wie wir eigentlich so Dinge anhäufen, anreichern und im Prinzip auch ohne sie anscheinend irgendwie nicht mehr auskommen scheinen. Also er ist in den 1930ern geboren und hat wirklich so diesen Wachstum eigentlich mitbekommen an einer steigenden Konsumkultur. Dann haben wir hier noch eine Arbeit von Kleck & Gutman, die als Leihgabe vertreten ist in der Ausstellung. Und das Künstlerduo hat eigentlich hier eine Arbeit von sich selbst wieder zu ihrem Eigen gemacht. Man muss ein bisschen weiter ausholen. Die Künstler waren im Hamburger Rathaus unterwegs auf einer Führung und haben dort im Bürgermeistersaal ein Gemälde von Hugo Vogel, dem sind sie begegnet. Und der hat eigentlich im Jahr 1896 den Einzug der Senatoren in die Neueröffnung des Rathauses festgehalten, malerisch. Und die beiden haben ihrer Serie Our Production, The Production of Others eigentlich eine Fotografie dieser Malerei hinzugefügt, die sie natürlich perfektioniert haben. Und Jahre später sind sie dann eigentlich auf diese Foto, also auf ihre eigene Arbeit gestoßen und vor allem auch auf diese Werbung von Chanel, in der sie die Chanel sich eigentlich angeeignet hat und noch um eine Abbildung von Inès de la Frassange ergänzt hat, die damalige Muse von Karl Lagerfeld in den 1990er Jahren, und als Werbung genutzt hat. Und dieses Werbebild hat sich Kleck & Gutman dann im Anschluss eigentlich wieder selbst angeeignet und zum Kunstwerk erklärt. Wenn man dann nach oben in den ersten Stock geht, da geht es dann vor allem ganz im Allgemeinen gesprochen um das Konstruktionsprinzip von Gender und vor allem auch um Gender als ein Mittel der Macht und zeigt unterschiedliche Künstler, wo vor allem dann auch die älteste Arbeit vertreten ist, von Toulouse-Lautrec über Kirchner, auch weitere Modefotografie von Testino, aber auch die sehr feministische Künstlerin Dorothea Yonis. Die Ausstellung entstand in Beauftragung der Stiftung Alas Pro Arte und hier auch nochmal ein ganz herzliches Dank an Frau Alas und den Geschäftsführer und Kurator der Alas Collection, Herrn Torner.
Ja, vielen Dank, Frau Hahn, für die Einführung und auch vor allem dafür, was Sie für eine tolle Ausstellung hier kuratiert und konzipiert haben für uns. Sie haben ja auch Ihre Kuratierungserfahrung schon in Martha Herford gesammelt, auch zu diesem Themenbereich. Und wir sind ganz froh, dass wir in diesem Herbst zusammen mit dem Martha Herford eine Kooperation machen zu diesem vielschichtigen Thema Kunst und Mode mit zwei zeitgleichen Ausstellungen zu verschiedenen Fragestellungen. Und das Tolle daran ist, dass eben im Martha man in die Breite geht mit der zeitgenössischen Kunst. Und bei uns haben wir eben das ganze 20. Jahrhundert beginnt mit Toulouse-Lautrec, Ernst Ludwig Kirchner und dann auch bis in die Gegenwart. Und das ergänzt sich ganz wunderbar in diesem Kunstherbst hier in Herford.